Dieses Wenn du schön schreibst, kriegst du schönes Ross von Vater.
oft. Sag mir das nach. Ich möchte ein solcher Reiter werden, wie mein Vater einer gewesen ist. Dieses merken. Ich möchte ein solcher Reiter werden, wie mein Vater einer gewesen ist. Reiter werden. Solcher Reiter werden, wie mein Vater, Vater einer Quen ist. Dieses merken.
Was wollen Sie hier? Ross. Ja, ich habe gefragt, was Sie denn hier wollen. Wie Vater einer Quenes. Wo wollen Sie denn hin? Sind Sie fremd hier in der Stadt? Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Vielleicht mit dem Brief da? Müssen Sie den irgendwo abgeben? Wie heißt das? An Herrn Wohlgeborenen, Herrn Rittmeister, bei der 4. Schwadronischen, beim 6. Schwulischen Regiment. Lassen Sie mal sehen. Also, das ist da vorne gleich. Nach dem Augustinergässchen um die Ecke. Da wohnt der Rittmeister. Soll ich Sie da hinbringen? Oder haben Sie was anderes vor? Jetzt sagen Sie mal, woher kommen Sie denn? Aus Ansbach, Erlangen, Regensburg? Regensburg. Aha, Regensburg, gut. Dann kommen Sie. Dann kommen Der junge Mann da kommt aus Regensburg. Er hat einen Brief an den Rittmeister. Der Rittmeister ist nicht da, er kommt erst am Abend wieder. Ja, aber er scheint sehr erschöpft zu sein. Können wir ihn nicht irgendwo unterbringen? Bis dahin? Ja, hier im Hause nicht. Aber vielleicht im Stall. Ross? Ja, bei den Pferden auf dem Stroh. Da kann er dann den Brief geben an den Herrn Rittmeister. Was? Wisst ihr das? Ja, wir haben alles versucht, um ihn wach zu kriegen. Es ist uns aber nicht gelungen. Haben Sie ihn schon einmal gesehen? Nein, kenne ich nicht. Habe ich noch nie gesehen. Ja. Das ist der Brief. Er wollte ihn nicht loslassen. Von der bayerischen Grenze, das Ort ist unbenannt. 1828, hochwohlgeborener Herr Rittmeister. Steht da wirklich hochwohlgeborener? Hochwohlgeborener Herr Rittmeister, ja. Ich schicke Ihnen einen Knaben. Schicke Ihnen, ich lache. Ja, schicke Ihnen. Soll ich das zu Protokoll geben? Ja, bitte. Ich schicke Ihnen. Schicke Ihnen einen Knaben, der möchte seinen König getreu dienen, verlangt er. Dieser Knabe ist mir gelegt worden, 1812, den 7. Oktober. Und ich selber, ein armer Tagdünner, ich habe auch selber 10 Kinder. 10 Kinder? 10 Kinder. Ich habe selber genug zu tun, dass ich mich fortbringe. Und seine Mutter hat auch nur um die Erziehung das Kind gelegt, aber ich habe seine Mutter nicht erfragen können. Nicht erfragen? Nicht erfragen können, ja. Jetzt habe ich auch nichts gesagt, dass mir der Knabe ist gelegt worden auf dem Landgericht. Ich habe ihm seit 1812 keinen Schritt weit aus dem Haus gelassen, dass kein Mensch nicht weiß, Moment, dass kein Mensch weiß davon, wo er auf... Weiß davon. Weiß davon, ja. Sie dürfen ihm schon fragen, er kann es aber nicht sagen. Das Lesen und Schreiben habe ich ihm schon gelehrte. Und wann wir ihm fragen, was er werde, so sagt er, er will auch ein solcher Reiter werden. Ein solcher Reiter werden, was sein Vater gewesen ist. Wenn er Eltern hätte, wie er keine hatte, wäre er ein gelehrter Bursche worden. Ein gelehrter Bursche worden. Bitte, ja. Sie dürfen ihm nur was zeigen, so kann er es schon. Bester Herr Rittmeister, Sie dürfen ihm
Sie dürfen ihn gar nicht... Sie dürfen ihn? Sie dürfen ihn gar nicht traktieren. Traktieren mit G. 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 Ja, mit G. Traktieren, er weiß mein Ort nicht, wo ich bin. Ich habe ihn mitten bei der Nacht fortgeführt. Ich mache meinen Namen nicht kundbar. Unterschrift, die fehlt leider. Sehr, sehr merkwürdig, ja. Ja. Mhm. Haben Sie ausgeschrieben, ne? Ja. Ja. Tja, merkwürdig. Ja, das finde ich auch, ja. Soll ich zu Protokoll geben, dass die Unterschrift ist? Ja, bitte, und der kommt ja in den Akten hier. Merkwürdig. Ich versuch's mal. Ich versuch's mal. Na, lass er das mal. Lass er das mal. Lass er das. Hey. 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 Ach. Ja, siehst du doch, dass das alles keinen Sinn hat. Außerdem, also ich glaube, dass dir nicht ganz klar im Kopf ist. Ja, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Dein Name. Soll ich zu Protokoll geben, Namen, dass er die Aussage verweigert? Ja. Ja. Kein Name bekannt. Woher kommt er? Kein Name. Pass. Sein Reisepass. Weiter werden. Gewerbe. Woher kommst du? Er hat einmal gesagt, aus Regensburg. Bekannt, aus Regensburg. Nicht bekannt. Ja, aus Regensburg. Dein Einzel... Die geistige Bildung dieses Menschen ist in einem Zustand der totalen Verwahrlosung. Die polizeilichen Amtswagen ist bei denen nichts zu... Nichts. Ja, was soll ich da weiter tun? Mit polizeilichen Amtsfragen nichts zu machen. Nichts zu machen, polizeilich. Mhm. Antwort verweigert. Die Antwort verweigert. Ja, was nun? Was machen wir nun? Ja? Vielleicht wieder hinlegen. Das hat vielleicht hat er Hunger. Ja, versuchen wir es mal. Versuchen wir es mal. Komm, komm, komm. Hier. Komm. Ja, ja. Komm, legen wir hin, legen wir hin. Und hier ist Essen ausgespeit. Essen ausgespielt. Schau mal bei den Füßen nach. Ja. Das ist ja auch mein eigenartiger Schuh. Ach, das ist schon eigenartig, wie der Schuh aufgeht. Oh, was ist denn das? Moment, das starke Verblutung. Was ist das hier? Schorf deutet schon auf lange, besonders weich. Beide Füße die gleiche. Durchblutet und äußerster Zartheit. Aha. Impfstellen. Impfstellen. Der Findling scheint den höheren Ständen anzugehören. Ein Findling? Findling, bitte deutlich ausschauen. Beschädigter Oberarm, hier. Wo rührt das her? Oberarm. Wo rührt dieses her? Wahrscheinlich ein Stockschlag. Ja. Wahrscheinlich ein Stockschlag. Selben Male wie unten, hier. Genau ist es notiert. Sehen, wir mal die. Aha, ein Gebetbuch. Ein Gebetbuch? Ein Gebetbuch, ja. Betitelt Geistliche Vergissmeinnicht. Betitelt Geistliche Vergissmeinnicht. Ja. Das sind schöne, auserlesene und eifrige Morgengebeter für eine fromme Seele. Das andere. Eine gedruckte Schrift. Betitelt sechs andächtige und starke Gebete zu den anderen Sachen. Sechs andächtige und starke Gebete. Ein viereckig zusammengeschlagenes Papier, worin sich, ja, tatsächlich. Viereckig zusammengeschlagenes Papier. Eine geringe Quantität Goldsandes bzw. Glattgold befindet. Goldsand bzw. Blattgold. Blattgold befindet, ja. Bitte lege das zu den übrigen Sachen. Ein Rosenkranz, kleiner Rosenkranz. Ein Rosenkranz. Rosenkranz mit einem metallenen Kreuz. Mit einem metallenen Kreuz. Zu den übrigen Sachen. Wie die Lage der Dinge ist, ja, muss der Bursche der Obrigkeit unterstellt werden. Selbstverständlich. Protokoll. Genauestens protokollieren. Ja. Ein Bleiweiß. Hier ein Papier. Kann er schreiben? Kann er schreiben? Ja? Kaspar Hauser.
Der Bursche ist ja gar nicht so verwildert. Er hat sich auch ganz ruhig herbringen lassen. Der scheint doch ganz gutartig zu sein. Aufs Erste ist der Fall geregelt, bis sich die Behörde jetzt der Sache annimmt. Wir müssen ihn eidlich einvernehmen lassen. Eidlich einvernehmen lassen. Einen blöd und wahnsinnigen Eindruck hat er nicht auf uns gemacht. Blöd oder wahnsinnig hat er nicht auf uns gemacht. Am besten, wir lassen ihn vorerst in diesem Turm. Für Polizeisträflinge und Vagabunden. Der schaut doch nicht so aus, als ob er randalieren würde. Ja, richtig. Ja, aber man weiß nie, was kommt. Senkrecht am Tisch gesessen. Aber die ganze letzte Woche im Turm war nie aufrecht gesessen. Nee, wir müssen ihn anstützen. Immer die Schüssel weg. Da stützt sich. Komm, was los? Was los? So, Gepierre, den Hut brauchst du jetzt nicht. Gepierre! Was los? Naja. Lass mal's gut sein. Du sollst was essen. Komm. Den Hut musst du hergeben. Der lässt nicht los. Da, nimm den Löffel. Und jetzt fangen wir an. Schau. Schau. So. Was da? Stellst du doch ganz possierlich an. Manieren fehlen ihm. So, Mund auf. Mund auf. Also, was sagt's denn? Ach du lieber Gott. Nimm mal den Tesser. Das ist doch nichts für ihn gewesen. Gib ihm lieber Brot. Brot hat er immer angenommen. Brot. Brot. Da, nimm Brot. Gib ihm einen Schluck Wasser, Julius. Vielleicht mag er Wasser. Mama, das ist doch leer. Da ist doch nichts mehr drin. Kommt doch nichts mehr raus. Leer. Leer. Das ist leer. Leer. Da ist doch nichts mehr drin. Kommt nichts mehr raus. Leer. 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 Nein, der Krug ist nicht leer. Das Bier drin. Schau mal, der ist voll. Schau. Das ist nicht leer. Der Krug da, der ist leer. Da ist nichts drin. Der ist leer. Leer. Ja, leer. Es wird Zeit kosten, ihn an sowas zu gewöhnen.
Teufel. Tut mir der Ransomware nee. Heute. Finger, Daumen, Arm. Das hier ist die Hand, das hier ist der Arm. Arm, Arm. Nase, Mund. Guck mal, hier hast du auch ein Ohr. Guck mal, ich habe sogar ein Spiegel. Das hier ist das Ohr. Ja, meine Ranze, du machst meine Ranze. Der mich nicht schaffe. Finger. Schulter. Arm. Nein, das hier ist die Hand, das hier ist der Arm. Hand, Hand. Das hier ist der Arm. Arm, 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 Arm. Arm, Arm. Hand. Ja, da riecht hier gar nichts bei einem dunklen Wetter. Was ist denn da los? Mir. Hey! Finger. Rotze fix, Alter. Wie haben wir schon da? Jetzt nichts zu saufen. Komm, steh auf, Kasper. Steh doch auf! Du brauchst dich nicht zu schämen, Kasper, wir sind ja allein. Nur der liebe Gott schaut zu. Du brauchst doch keine Angst zu haben. Mutter, die Haut geht ab. Es ist doch nicht so schlimm, wie das sich anstrengt. Guck mal. Jahrelang nicht mehr gewaschen. Schlapp, 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 die Milch ist gut. Schlapp, 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 wie wohl das tut. Guten Morgen, weißes Kätzchen. Ist hier noch ein freies Plätzchen? Guten Morgen, weißes Kätzchen. Ist hier. Guten Morgen, weißes Kätzchen. Ist hier noch ein freies Plätzchen? Wenn du artig bist, dann ja, trink du hier, ich trinke da. Schlapp, 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 die Milch ist gut. Schlapp, 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 wie wohl das tut. Agnes, das ist noch zu lang für ihn, das Gedicht. Er kennt nur einzelne Wörter. Ich habe ihm bloß einzelne Wörter beigebracht und... Der versteht das Gedicht noch nicht. Völlig sinnlos. Er reagiert nicht mal auf ein angefindetes Coupé. Reagiert nicht auf ein angefindetes Coupé. Angefindetes Coupé.
Ich glaube nicht, dass das ein abgefeimter Betrüger ist. Er hat ja offensichtlich keinerlei Begriff von Gefahr. Keinerlei Begriff? Keinerlei Begriff von Gefahr. Er hat sich überhaupt nicht geängstigt. Jetzt wollen wir es mit Feuer probieren. Mit Feuer probieren? Soll ich das zum Protokoll nehmen? Ja. Er hat keine Angst vor der Flamme. Habe die Ehre. Paul in Ehre? Habe die Ehre. Paul in Ehre. Zum zweiten Mal. Du schau her. Habe die Ehre. Nimm es doch mal, Kasper. Trau dich nur. Mutter, ich bin von allem abgetan. Mit die Hände essen. Mit den Händen. Essen. Mit die Hände essen. Mit den Händen. Haben Sie denn auch schon so etwas gehört? Es gibt Hinweise von den Leuten, die besagen, der Findling wäre ein davongelaufener Vorreiter einer englischen Zirkusreitergruppe. Davon habe ich gehört, die im Oberpfälzischen gesichtet wurde. Wie soll das sein? Es gibt auch Hinweise von den Bürgern, die sagen, er sei ein Mitglied des badischen Fürstenhauses. Was ist badischen? Das wegen der Erbfolge beiseite gebracht werden sollte. Das ist ein Gerücht. Das ist absurd.
Das badische Fürstenhaus ist doch über jeden Zweifel erhaben. Wirklich, ja. Und wenn schon, hätte man ja ihn anderweitig umbringen können. Ja, das ganz gewiss. Ich glaube das auch alles nicht. Schauen Sie sich doch den Burschen mal an. Er hat so grobe und so plumpe Gesichtszüge. Ja, ja, sehr grob. Und es fehlt ihm doch jegliches feines und natürliches Gehabe. Das ist die Ehe und höhere Gebilde und anderen. Ich kann doch nicht auf freien Pfoten gehen. Man sollte sich auch langsam überlegen, was wohl? Den Stadtsegel nicht allzu sehr zu belasten. Das wäre besonders. Er kostet uns ja allerhand. Vielleicht sollte er auf irgendeine Art und Weise selbst zu seinem Unterhalt beitragen. Ja. Man könnte das hier gezeigte Interesse des Publikums nutzbar machen. Ja. Bitte mögen die Eltern auf ihre Kinder achten. Hereinspaziert, meine Herrschaften, bevor wir ihnen die vier Rätsel der Erdkreise zeigen, bieten wir ihnen Zwischenspiele. Hier der wilde Bär Kublai Khan aus dem hintersten Zentralasien zu uns gekommen, irgendwo in der Mongolei, wo die Hunnen wohnen. Dieser Bär vermag mit einem Prankenschlag ein Rind zu erschlagen. Aber bei uns, in unseren Breitengraden, liebe Kinder, ist er wie von selbst brav und gutartig geworden. Pepp! Unser indischer Feuerschlucker, unser Fakir, eine lebende Flamme, ein Feuerwerk. Es ist ihm gelungen, meine Damen und Herren, mit festem Willen alle Feuerwunden von sich fernzuhalten. Zeig deine Haut, zart wie die eines Säuglings. Keine Wunde. Und was ist das, du Halunke? Und jetzt, meine Damen und Herren, wertes Publikum, zum ersten Mal auf dieser Welt, an einer Stelle, auf dieser Welt zusammengeführt, die vier Rätsel der Erdkreise. Bitte mögen die Erwachsenen ihre Kinder in gebührendem Abstand halten. Die Pietät meiner Darstellungen erlaubt keine kindliche Unachtung. Als erstes Rätsel ist zu sehen, der kleine König. Es ist dies der sagenhafte König des sagenumwobenen Goldlandes Punt. Er stammt aus einem uralten Riesengeschlecht. Aber im Laufe der Zeit ist jeder König einer nach dem anderen immer kleiner geworden als der vor ihm. Dies hier ist der letzte in der Reihe. Wenn die Erbfolge noch ein paar Jahrhunderte weitergeht, wird das verehrte Publikum den allerletzten König von Punt nicht mehr sehen können. Eines Tages wird er entspringen wie ein Floh. Da sitzt er nun, unser kleiner König, zusammengekauert wie verbannt im letzten Winkel seines Thronsessels. Die Könige immer kleiner geworden sind, sind auch ihre Reiche immer kleiner geworden. Sein Reich ist so groß wie der Platz, auf dem er sitzt. Denn er kann ihn, weil er so klein ist, ohne fremde Hilfe weder verlassen, noch ihn wieder erklimmen. Als nächstes Rätsel, meine Damen und Herren, als nächstes Rätsel der Wissenschaft, der junge Mozart. Man hat ihn so genannt, weil er wie in einer Sucht nach der Musik von Mozart verlangt hat. Im zarten Alter
hat er alle Partituren auswendig gekannt. Aber jetzt sucht er nur noch süchtig nach dunklen Löchern in der Erde, weil man in der Schule versucht hat, ihm Schreiben und Lesen beizubringen. Seitdem spricht er nicht mehr, denn er konnte Lesen und Schreiben nicht lernen, weil ihm, wie er sagte, das weiße Papier so stark geblendet hat. Sucht nur noch süchtig nach dunklen Löchern in der Erde, im Boden. Sucht Eingänge in Höhlen, Abflüsse von Wasser. Das zieht ihn magnetisch an. Sehen Sie selbst, meine Herrschaften, er ist durch nichts abzulenken. Ha, er sinnt nur noch ins Schwarze. Als nächstes Welträtsel erscheint, als lebendige Völkerschau, Hombrecito, ein indianischer Wilder aus dem neuspanischen Sonnenreich. Dieser Wilde ist der einzige in Europa verbliebene Angehörige der ehemaligen Kaffern- und Indianerschau. Er spielt immer auf der Flöte, weil er glaubt, wenn er nicht mehr spielt, werden die Menschen in der Stadt sterben. Er hat drei Röcke übereinander an, gegen Erkältungen und, wie er sagt, aus Angst vor dem bösen Atem der Menschen. Hombrecito ist ein gar fröhlicher Geselle und sehr gutartig. Er spricht kaum ein Wort in einer anderen Sprache, nur Indianisch. Bato-bato sa langit ang tamaan ay huwag magagalit. Hari ng kulog, hari ng ingay, tamaan ka rin ng kidlat. Als nächstes Welträtsel und größtes aller Rätsel, meine Damen und Herren, Kaspar der Findling. Kaspar hat sich im Einverständnis mit der hohen Obrigkeit bereit erklärt, jeden Nachmittag hier aufzutreten, um so dem Gemeinwesen die finanzielle Bürde zu nehmen. Dank, Kaspar. Kaspar Hauser wurde auf dem Unschlittplatz in dieser Stadt, so wie er hier steht, aufgefunden. In der rechten Hand ein Gebetbuch, hier in der linken der anonyme Brief. Er stand ausgesetzt in unserer Stadt, konnte weder gehen noch sprechen. Offensichtlich hatte er noch keinen lebendigen Menschen bis dahin gesehen. Meine Damen und Herren, seine Herkunft ist nach wie vor unbekannt. Ist er ein Prinz? Oder stammt er sogar von Napoleon ab? Er ist und bleibt das Rätsel Europas. Stehen bleiben, habe ich gesagt. Stehen bleiben, habe ich gesagt. Kaspar! Ah, hier, da ist der Mozart! Kaspar! Wo ist denn das Kind? Der da ist Mozart! Steckt ins Loch! Hier! Such doch das Kind! Komm runter! Komm, du Heil!
Schüttet mir den Ast nicht! Ihr brecht den Ast in zwei! Ich verbiete das euch! Der Ast darf nicht abgebrochen werden! Was ist mit dem Bienenhaus? Herunter! Ist der Kaspar da? Folgt ihm! Komm runter! So, komm her! Bursche, komm her! Und such den Kaspar! Komm her! Hier, da entlang! Das Bienenhaus! Ja, es ist zugemacht! Kommt keiner rein! Da! Ich möchte als Reiter fliegen. In einer blutigen Schlacht. Ein schönes Protokoll, ein genaues Protokoll. Ich werde ein Protokoll schreiben, wie man es nicht alle Tage erlebt. Kaspar, was ist? Hast du was? Es fühlt mich stark in der Brust. Die Musik fühlt mich stark in der Brust. Ich bin so unversehens alt. Aber Kaspar, du bist doch erst so kurz auf der Welt. Du hast doch alles noch vor dir. Warum ist mir alles so schwer? Warum kann man das Klavier nicht spielen, so wie das Atmen? Sieh mal an, Kaspar. In den 2 Jahren, seit ich dich bei mir aufgenommen habe, hast du so viel gelernt. Du musst eben jetzt, in deinem Alter, alles nachholen, weil du früher nicht unter Menschen warst. Die Menschen sind mir wie die Wölfe. So kann man das nicht sagen. Sieh dir doch den jungen Herrn Florian an, der über uns wohnt. Seitdem seine ganze Familie bei dem Unglück umgekommen ist, ist er blind und er beklagt sich auch nicht. Er spielt den ganzen Tag Klavier, wenn noch ein bisschen anders, als das heute schicklich ist. Das ist aber hoch. Das muss ein großer Mann gewesen sein, der das gebaut hat. Den möchte ich gerne kennenlernen. Nein, Kaspar, ein Baumeister braucht nicht so groß sein wie ein Turm. Da gibt es Gerüste. Da führe ich dich heute noch zu einer Baustelle hin. In diesem Turm, hinter diesem Fensterchen dort, hast du gewohnt. Erinnerst du dich noch? Das ist nicht möglich. Wie meinst du das? Weil der Raum nur ein paar Schritte groß ist. Verstehe ich immer noch nicht. Wenn ich mich in dem Raum
umsehe, dann ist rechts und links, vor und rückwärts nur Raum. Sehe ich mich aber den Turm an, mir, und ich drehe mich um, dann ist der Turm weg. Also ist der Raum größer wie der Turm. Nein, Kasper, so geht's nicht. Musst du schon mehr darüber nachdenken, verstehe ich noch immer nicht. Wie meinst du das? Alles muss man ihn fragen, das ist wichtig. Noch ein Tässchen vom Kaffee, Herr Pastor? Oh ja, danke schön. Das ist ausgezeichnet. Noch ein Tässchen Kaffee? Ja, bitte. Und planen Sie mir den jungen Herrn nicht mehr allzu lange. Er muss noch seine Hausaufgaben machen. Na, das ist doch keine Plage. Ich lasse den Kaffee hier. Danke. Kasper, was uns am meisten interessiert, ist, ob du nicht so etwas wie eine natürliche Gottesidee empfunden hast, ob du in deiner Gefangenschaft nicht an etwas Höheres gedacht hast. Ich verstehe diese Frage nicht. In meinem Gefängnis habe ich an gar nichts gedacht. Und ich kann mir es nicht vorstellen, dass Gott aus nichts alles erschaffen hat, so wie Sie es mir gesagt haben. Daher versteht unsere Frau nicht. Versteht das nicht. Dann muss er eben glauben. Du musst eben glauben. Das genaue Nachforschen nach dunklen Gegenständen des Glaubens ist Unrecht. Ich muss erst besser lesen und schreiben lernen, um das andere zu verstehen. Nein, Kaspar, diese Dinge, die Dinge des Glaubens sind wichtiger. Und dann musst du dir abgewöhnen, beim Sprechen immer so Daumen und Zeigefinger zusammenzupressen. Nun sprich mir mal wenigstens ein Gebet nach, mein Sohn. Sprich nach. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen in Christo Jesu. Amen. Sprich das nach. Sprich! Schau mal, Kasper, die Äpfel sind vom vorigen Jahr. Schön rot und groß, ne? Und die da oben am Baum, so wie der, den wir gerade gepflückt haben, der wird einmal genauso. Wie machen die das? Das macht die Zeit, Kasper. Und Gottes Plan. Ach, lassen Sie doch die Äpfel liegen. Sie sind müde und möchten schlafen. Kaspar, ein Apfel ist nicht müde. Ein Apfel hat kein eigenes Leben. Es geschieht mit ihm nur, was wir wollen. Sieh mal, ich werfe jetzt einen auf den Weg und genau dort, wo er herunterfällt, bleibt er liegen, weil wir wollen. Der Apfel ist aber nicht liegen geblieben, er hat sich im Grase versteckt. Ach, kommen Sie bitte, Herr Fuhrmann, wir müssen Ihnen das demonstrieren. Ich werde jetzt einen direkten Weg rollen. Komm, Kasper, schau es dir an. Der liegt so her, so siehst du es. Kasper, gib mal acht. Herr Fuhrmann wird jetzt einen Fuß vorstrecken und genau wenn ich den Apfel anrolle, wird der Apfel an dieser Stelle, weil wir wollen, liegen bleiben. Pass auf. Dieser Apfel ist aber klug. Er ist über den Fuß drüber weggesprungen und weitergelaufen. Ein kluges Äpfelchen. Wozu sind eigentlich die Frauenzimmer gut? Können Sie mir das sagen, Frau Käthe? Sie sind doch zu nichts guten Nutzer als nur zum Dasitzen. Aber Kasper. Und warum erlaubt man ihnen nur häkeln und kochen? Da musst du dich schon an den Herrn Daumer wenden, Kasper. Der wird schon eine schickliche Antwort haben. Den Herrn Daumer habe ich auch schon gefragt.
Ja, der Herr Daumer ist ein studierter Mann. So viel werde ich nie lernen. Er hat mir von der Wüste Sahara erzählt. Und das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Frau Käthe, waren Sie schon mal in der Sahara? Ich bin nur eine Haushälterin. Da kommt man nicht so weit herum. Ich war nur einmal bis Erlangen. Von da ist es noch sehr weit bis zur Wüste. Ich habe mir nämlich eine Geschichte von der Wüste ausgedacht. Aber ich weiß nur den Anfang. Ja, Herr Daumer hat mit mir darüber gesprochen. Er hat mir gesagt, du hast ein paar Mal versucht, ihm eine Geschichte zu erzählen, aber du weißt nur den Anfang. Und du sollst die Geschichte erst dann erzählen, wenn du sie ganz weißt und nicht nur den Anfang. Ja, er nimmt es mit seiner Erziehung sehr genau und er will, dass du richtig erzählen lernst. Bitte den Herrn Daumer dieses Blatt nur gutmütig zu lesen. Lesen. Vor Tagen hatte ich vom Garten Kress meinen Namen gesät. Und dieser war recht schön kommen. Und hat mir eine solche Freude gemacht, dass ich es gar nicht sagen kann. Und gestern, wie ich vom Kahnfahren komme, da ist einer in den Garten herein und hat mir meinen Namen zertreten. Da habe ich lange geweint und das Beet will ich aufs Neue säen. Mich hat geträumt. Du hast geträumt? Was denn? Erzähl doch. Ja, es hat mich geträumt. Ich freue mich, dass du Fortschritte gemacht hast. Früher hast du immer geglaubt, alles sei Wirklichkeit, was du geträumt hast. Noch vor 2 Wochen hast du gesagt, du hättest die Frau Bürgermeister gesehen, wo sie erwiesenermaßen schon längst verreist war. Merkwürdig. Merkwürdig, dass du die ganzen Jahre im Gefängnis nichts geträumt hast. Mich hat vom Kaukasus geträumt.
Kasper, das kann doch nicht so sein, wie du sagst. Dass nur dein Bett das einzig Angenehme für dich ist auf der Welt. Und alles andere gar schlecht. Fällt dir denn der Garten nicht? Die Stachelbeeren. Oder da die Zwiebeln. Sind so grün. Ja, mir kommt es vor, dass mein Erscheinen auf dieser Welt ein harter Sturz gewesen ist. Aber Kaspar, das... Nein, das... Wie soll ich dir das erklären? Du, Kasper, der Professor ist extra hierher gekommen, um ein paar Fragen an dich zu richten. Weißt du, er will deine Denkfähigkeit prüfen. Er will wissen, was du in diesen 2 Jahren gelernt hast und ob du logisch denken kannst. Willst du ihm noch eine Frage beantworten, ja? Ja. Gut. Kasper, stell dir vor, hier ist ein Dorf. In dem Dorf leben nur Leute, die die Wahrheit sagen. Hier ist ein anderes Dorf. In diesem Dorf leben nur Leute, die lügen. Von diesem Dorf führt ein Weg auf dich zu. Und von diesem Dorf führt ein Weg auf dich zu. Und du stehst an der Kreuzung. Es kommt ein Wanderer und du willst wissen, kommt er aus dem Dorf der Wahrheitssager? Oder kommt er aus dem Dorf der Lügner? Um dieses Problem zu lösen, logisch zu lösen, hast du eine einzige Frage zur Verfügung. Bitte sage mir diese Frage. Das ist doch für den jungen Herrn viel zu schwierig. Das kann er doch gar nicht wissen. Ich gebe zu, es ist nicht ganz einfach. Wenn er nämlich simpel fragt, kommst du aus dem Dorf der Wahrheit? Dann würde derjenige, der aus dem Dorf der Wahrheit kommt, der Wahrheit gemäß mit Ja antworten. Derjenige aber, der aus dem Dorf der Lüge kommt, würde lügen und ebenfalls mit Ja antworten. Es gibt aber die Möglichkeit einer einzigen Frage, um dieses Problem zu lösen. Ich finde das alles viel zu schwer, viel zu kompliziert. Du hast die Möglichkeit, Kasper, mit einer einzigen Frage dieses logische Problem zu lösen. Ich wüsste es auch nicht. Kasper, wenn du es nicht weißt, werde ich sie dir sagen. Wenn du aus dem anderen Dorf kämest, würdest du dann mit Nein antworten, wenn ich dich fragen würde, ob du aus dem Lügnerdorf kommst? Über die doppelte Verneinung wird nämlich der Lügner zur Wahrheitsaussage gezwungen. Er wird nämlich über die doppelte Negation zu seiner eigenen Identität bestimmt. Das nenne ich Logik über Argumentation zur Absolutheit. Ja, ich weiß eine andere Frage. Ja? Es gibt keine andere Frage. Nach den Gesetzen der Logik gibt es keine andere Frage. Nein? Doch, ich weiß eine andere Frage. Dann sag sie uns doch. Ich würde denjenigen fragen, ob er ein Laubfrosch ist. Derjenige von Wahrheitsdorf würde sagen, nein, ich bin kein Laubfrosch, weil er die Wahrheit sagt. Der vom Lügnerdorf würde sagen, ich bin ein Laubfrosch, weil er gelogen hat. Und daher weiß ich, dass derjenige vom Lügnerdorf kommt. Nein, nein, das ist keine Frage. Nein, das kann ich nicht anerkennen.
Das hat nichts zu tun mit Logik. Logik heißt schließen und nicht beschreiben. Das ist doch nur Darstellung. Das ist doch nicht Logik. Das ist doch nicht das Zusammenfügen von... Warum denn, wenn ich es verstehe? Ja, das Verständnis ist doch nicht das Ausschlaggebende. Der Schluss ist doch das Wesentliche. Als Professor der Logik und Mathematik habe ich nicht verstehen gelernt, sondern da habe ich schließen gelernt. Ich kann diese Frage nicht anerkennen. Gestorben den 30. Juni, Karl Friedrich Wolf, Buchbindergeselle und hinterlassener Sohn des gewesenen Bepus, Amentiers und Handelsmanns Johannes Wolf, alt 18 Jahre, 9 Monate, 27 Tage, an Abzehrung. Den 6. Juli Josef Christian Friedrich Hölzlein, alt 22 Tage, an Gichter. Dankbare Bescheinigung. Gegen den Herbst des vorigen Jahres forderte der Pflegschaftsrat edle Menschenfreunde auf, den wenig Bemittelten und Armen den Zustand ihres Daseins zu erleichtern oder wenigstens mit Blumen der Teilnahme zu umwinden. Ja, Frau Käthe, meine Augen sind auch nicht mehr das, was sie früher waren. Ja, liebe Frau Käthe, bitte, seien Sie doch so gut und gehen Sie heute beim Schneider vorbei wegen dem Rock von Kasper. Er braucht ihn morgen, ne? Ja, ich gehe heute noch vorbei. Schreib nur ruhig weiter, Kasper. Wie weit bist du denn mit deiner Lebensbeschreibung? Weißt du, es hat sich nämlich herumgesprochen, dass du daran arbeitest und das Publikum wartet schon mit großer Neugierde darauf. Nein, von dem möchte ich noch nichts aus der Hand geben. Ich kenne ja so viele Worte nicht recht. Und es gibt viele Dinge, die ich noch nicht verstehen kann. Herr Kasper, ich will dich nicht weiter stören. Ich bin eigentlich nur gekommen, um dir zu sagen, dass ein englischer Lord, seine Herrlichkeit der Graf Stanhope, in der Stadt weilt. Er nimmt großen Anteil an deinem Schicksal und hat dir absichtlich als Sohn, das heißt an Sohnes Stadt, mit nach England zu nehmen, wenn du einen guten Eindruck machst. Es wäre natürlich ein großes Glück für deine Zukunft. It is a great honor for me. Ich bin sehr glücklich mit Ihnen. Willkommen. Ich danke Ihnen. I'm delighted to present to you, darf ich Ihnen meinen jungen Schützling Kaspar vorstellen. Kaspar, das ist unsere reizende Gastgeberin. Du musst nicht furchtsam sein. Gib der Dame die Hand. Und das ist unser liebenswürdiger Gastgeber, der dir Zugang zur großen Gesellschaft eröffnen wird. Darf ich Ihnen meinen jungen Schützling Kaspar vorstellen? Ist er nicht possierlich? Ja, das reinste Natur.
Enchanté, Madame. Kaspar. Kaspar, ich möchte dich dem Herrn Bürgermeister vorstellen und seiner Gemahlin. Guten Tag, Kaspar. Ich freue mich, dass ich Sie auch kennenlerne, Kaspar. Sagen Sie uns doch, wie war's denn in Ihrem Gefängnis, in diesem dunklen Kellerloch? Besser wie draußen. Aber es geht dir doch sehr gut hier, Kaspar, und alle haben dich gern. Kaspar, wolltest du etwas sagen? Du brauchst nicht vor den Anwesenden zu erschrecken. Du kannst in deiner ganzen jungen Natürlichkeit ausdrücken, was dich bewegt. Eure Herrlichkeit, an mir ist minder nichts. Das lebt als mein Leben. Aber Kaspar, es lebt doch viel mehr in dir. Du hast so schöne Fortschritte in der Musik gemacht. Und das ist doch etwas, das jeden Menschen sittlich ergreift, bildet und veredelt. Eure Herrlichkeit, ich möchte gerne auf dem Klavier etwas durchgeben. Ich spiele den Mozart-Walzer in F-Dur. Wir bringen dich sofort an die Luft, Kaspar. Ich mache jetzt ein bisschen auf. Geht es dir jetzt wieder etwas besser, Kaspar? Ich denke, es wird gut sein, wenn wir ihn jetzt einen Augenblick ganz allein lassen. Sie brauchen sich nicht zu beunruhigen. Kaspar ist nur von einem leichten Unwohlsein befallen worden. Vielleicht darf ich Ihnen in der Zwischenzeit etwas von meiner Griechenlandreise erzählen. Ja, okay. Denn kürzlich weilte ich noch in der Sonne von Hellas. Ich wandelte pindarlesend unter den Säulen von Korinth. Unbeschreiblich sind diese Sonnenaufgänge. Überhaupt, die Klarheit des griechischen Lichtes ist unvergesslich, Sie verstehen. Ich nahm Luftbäder in der ungetrübten Atmosphäre. Später begab ich mich nach Kreta. Ich ritt dort auf Maultieren. Die Rücken dieser Tiere sind etwas hart zuweilen, Sie verstehen. Und ich musste bäurische Beinkleider tragen. Aber dann erlebte ich die Feste der einfachen Landbevölkerung. Ich sah die Tänze. Entschuldigen Sie bitte, mein Schützling. Aber was ist das, Kaspar? Was tust du denn da? Kaspar. Ich verstehe das alles nicht. Und was ist das denn für eine unkultivierte Beschäftigung?
Ich habe wohl doch nicht den richtigen Eindruck gewinnen können. Die Zeit war offenbar zu kurz, als dass ich mir ein richtiges Bild hätte machen können. Warum laufst du denn aus der Kirche fort? Ja, der Gesang der Gemeinde kommt mir vor wie ein widerlicher Schrein. Und wenn die Leute aufhören, dann fängt vorne der Pfarrer zu schreien an. Aber Kasper, wir müssen doch in die Kirche zurück. Wohl zu viel von der welschen Nuss gegessen, die ihm der Doktor verschrieben hat. Käthe? Ja? Kommen Sie doch mal. Das ist doch der Abdruck von einer blutigen Hand. Um Gottes Willen. Die habe ich ihn heute Vormittag verschwinden sehen. Und die Tür war auch nicht ausgerissen. Hier ist Blut. Hier auch. Auf der Kellertür waren Blutspuren. Das kann aber nicht allein aufgestellt haben. Kasper! Die ganze Schüssel leer getrunken. Komm, gib das aus dem Mund. Hat ein Stück aus der Schüssel gebissen. Aber Herr Doktor. Da ist ja der Patient. Guten Tag, guten bitte. Tag, haben Sie den Verband angelegt? In der Eile ging es nicht besser. Haben Sie außer am Kopf noch andere Verletzungen bei dem Patienten bemerkt? Nein, nur am Kopf. Darf ich an den Überfallenen einige wichtige Fragen stellen? Nein, jetzt nicht.
Von Kaspar werden wir heute wohl nichts mehr herausbekommen. Aber er spricht weniger konfuses Zeug als noch vor einer Woche. Trotzdem glaube ich nicht, dass wir in Hinsicht auf das Attentat und die Herkunft Hauses noch irgendwie etwas zu erwarten haben. Ja, dann, meine Herren, darf ich Sie wohl verabschieden. Ja, da gibt es noch etwas, was ich zu erwähnen habe, das mit den Attentaten nichts zu tun hat. Und ich sehe es noch ganz klar vor Augen. Wieso red doch, Kasper? Da habe ich das Meer gesehen. Ich habe einen Berg gesehen und viele Menschen, die sind auf dem Berg aufgestiegen wie in einer Prozession. Da war viel Nebel. Ich konnte es nicht ganz klar sehen. Und oben, da war der Tod.
Kasper! Was ist geschehen? Frau Peter, ein Einstieg. Was war? Wohin? Wohin? Der Mann hat gesagt, ich sollte den Gärtner zuschauen. Dann hat er mir den Beutel gegeben und dann hat er zugestochen. Ach, Kasper, wir bringen dich nach Hause. Wir tragen dich. Ich muss ganz schnell den Beutel ansehen. Ein Zettel. Zu Hause wird es euch ganz genau sagen können, wie ich aussehe und woher ich bin. Dem Hauser die Mühe zu sparen, will ich es aber selber sagen, woher ich gekommen bin. Ich will euch auch sogar meinen Namen sagen. Groß M-L-O. Der Herr sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken. Herr, warum trittst du so ferne und verbirgst dich zur Zeit der Not? Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe. Ich bin so müde vom Seufzen, ich bin im Schweiß gelegen die ganze Nacht und netze mit Tränen mein Lager. Meine Gestalt ist verfallen vor Trauern und ist alt worden, denn ich allenthalben geängstet werde. Weichet von mir alle Übeltäter, denn der Herr höret mein Weinen. Kasper, mein Sohn, wenn du noch etwas auf dem Herzen hast, dann sag es uns bitte jetzt. Ja. Da ist noch eine Geschichte von der Karawane. Und der Wüste. Aber ich weiß nur den Anfang. Aber Kasper, das macht doch jetzt nichts. Erzähl ruhig die Geschichte, auch wenn es nur der Anfang ist. Ich sehe eine große Karawane durch die Wüste kommen. Durch den Sand. Und diese Karawane wird von einem alten Berber geführt. Und dieser alte Mann ist blind. Thank you.
Die Karawane hält jetzt an, weil einige glauben, sie hätten sich verirrt. Weil sie Berge vor sich sehen. Sie messen mit dem Kompass und wissen nicht weiter. Da nimmt der blinde Führer eine Hand voll Sand und schmeckt ihn ab wie ein Essen. Sohn, sagt der Blinde, ihr irrt euch. Das vor uns sind gar keine Berge. Es ist nur eure Einbildung. Wir ziehen weiter nach Norden. Ja, und dann ziehen sie ohne Widerspruch weiter und sie erreichen die Stadt im Norden. Und da spielt die Geschichte. Aber die eigentliche Geschichte in dieser Stadt weiß ich nicht. Ich danke, dass man mir zugehört hat. Ich bin jetzt müde. Sehen Sie, da haben wir es. Die Leber, insbesondere der linke Lappen, erstreckt sich ungemein weit nach links bis unter die Pleura. In der Tat, ein höchst ungewöhnlicher Befund. Ja. Wollen wir das festhalten? Bitte schreiben Sie. Der linke Leberlappen ist zu groß und erstreckt sich, bis unter die linke Zwerchfellkuppel. Herr Stadtgerichtsrat, haben Sie das? Bis unter die linke Zwerchfellkuppel. Schauen Sie sich das Gehirn an. Es ist etwas Besonderes daran. In der Tat, eine merkwürdige Abnormität im Sinne einer Überentwicklung des Kleinhirns. Ganz meine Meinung. Andererseits besteht auch eine Deformität des Großhirns. Die linke Hemisphäre ist verkleinert. Das erklärt vielleicht vieles. Auch diesen Befund sollten wir festhalten. Schreiben Sie bitte. Abnormität des Kleinhirns im Sinne einer Überentwicklung. Eine Überentwicklung? Deformität. Deformität? Der linken Großhirnhemisphäre. Dass das Kleinhirn nicht so recht bedecken will. Dass das Kleinhirn nicht so recht bedeckt will. Kutscher! Kutscher, heute ist ein Tag, den man sich merken wird. Nimm er meinen Hut und fahr er in mir voraus nach Hause. Ich gehe heute zu Fuß. Ein schönes Protokoll, ein genaues Protokoll. Ich werde zu Protokoll geben, dass man an Hauser Deformationen entdeckt hat. Wir haben endlich für diesen befremdlichen Menschen eine Erklärung, wie man sie besser nicht finden tun kann.